Vor Bayern, Portugal, Ghana, USA, Algerien, vor Bayern, Frankreich, Brasilien, vor Bayern, Argentinien, vor Bayern, Portugal, Ghana, USA, Algerien, vor Bayern, Frankreich, Brasilien, vor Bayern, Argentinien. Bereit für die Weltmeisterschaft in Maracana. Wir haben uns schon am ersten Tag geschworen, wir machen das klar. Das erste Match gegen Portugal, Cristiano Ronaldo weint, danach kam die Twitter-Party gegen Ghana, das 2:2. Das war nur die Aufwärmphase, 1:0 gegen die USA. Thomas Müller mausert sich zum Superstar. Das Spiel gegen Algerien 2:1 entschieden. Es sah so aus, als könnte Neuer sie allein besiegen. Philipp Lahm ist Anführer, Mesut Özil flankt drüber. Die Brasilianer buhen uns aus, schwamm drüber. Im Mittelfeld gibt's keine besseren Spieler, denn niemand bringt die Pässe präziser als Sammy Khedira. Niemand kann uns stoppen, Deutschland ist die Eins auf dem Rasen. Yo, wir bluten für den Titel, kannst du Schweinsteiger fragen. Egal wer schießt auf dem Feld, der garantiert, dass er hält. Nenn ihn Manuel Neuer, der beste Keeper der Welt. Ole, ole, ole. Deutschland holt uns den WM-Pokal. Ole, 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 beste Mannschaft international. Yeah, baby. Schwarz-Rot-Gold, wir sind Schwarz-Rot-Gold. Wir sind Miro, Klose und Podolski. Weltmeister. Kommt uns besser nicht in die Quere, Pflaster. Sonst kriegt ihr ein Interview von Mertesacker. Portugal, Ghana, USA, Algerien, vor Bayern, Frankreich, Brasilien, vor Bayern, Argentinien. Vor Bayern, Portugal, Ghana, USA, Algerien, vor Bayern, Frankreich, Brasilien, vor Bayern, Argentinien. Deutschland fiebert krankhaft mit rasender Pulsschlag und Angstschweiß. Doch dann kam das erlösende 1:0 gegen Frankreich. Bester Mann, er stellt Brasilien in Rio mit 2 Toren bloß. Mit dir hat Deutschland einen Co-Pilot, Toni Kroos. 7:1 Blamage, sieht die Tränen der Menschen fließen. Der Punktestand reicht sogar für die nächsten 3 Länderspiele. Nicht mal die härtesten Bälle rollen hinter Neujahrs Rasenlinien. Jogi fragt ja, jo, was geht, ich sag abhängt, so wie Deutschland, Argentinien. Unsere Abwehr ist ne Mauer, unsere Stellung ist königlich. Jo, weil Benedikt Fövedes auf den Plätzen der Größte ist. Die Verteidiger fürchten nicht mal den Tod, sogar wenn Messi dribbelt, wird der gestoppt von Jerome Boateng. Verlängerung, doch keine Mannschaft führte. 113. Minute. Mal sehen, ob André Schürrle flanken würde. Ein leiser Wind weht durch die Stadionblöcke. Brustannahme, Schuss, Tor, Mario Götze. Ole, 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 Deutschland holt uns den WM-Pokal. Ole, 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 beste Mannschaft international. Yeah, baby. Schwarz-Rot-Gold, wir sind Schwarz-Rot-Gold. Wir sind Miro, Klose und Podolski. Weltmeister. Kommt uns besser nicht in die Quere, Pflaster. Sonst kriegt ihr ein Interview von Mertesacker. Ole, 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 Deutschland holt uns den WM-Pokal. Ole, 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 beste Mannschaft international. Schwarz-Rot-Gold, wir sind Schwarz-Rot-Gold, wir sind Miro, Klose und Podolski. Weltmeister. Kommt uns besser nicht in die Quere, Pflaster. Sonst kriegt ihr ein Interview von Mertesacker. We'll be right back.